So, es geht weiter mit dem B-Szenario, also mit Chris und... Wie hieß der andere Typ? Pierce. Pierce, genau. Ja, ich spiele als Chris, das haben wir ja vorher schon so abgemacht. Ich finde Pierce ganz cool, ich spiele ganz gerne mit dem. Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit dem anfangen soll. Also Chris fand ich im fünften Teil ganz gut, bei Resident Evil 5. Den mag ich Wenigstens hat ganz er gerne. mittlerweile einen Hals und nicht mal so einen extremen Bizeps. Ja. Bei Resident Evil 5, das wäre wirklich. Also, Da der war hat ein echt paar viele der Hals. Anabolika genommen. Oh ja, das war schon ganz schön extrem. Ja. Ich meine, er hat ja immer noch Muskeln, das sieht man ja auch hier, aber im fünften Teil war das ja noch wesentlich schlimmer. Ja, Das sah ja zu schon. krass. Das sah ja schon richtig unrealistisch aus. So, eine Spielsitzung zum Beitreten wird gesucht. Verstehe man nicht, was er da sucht. Naja, die muss er erstmal finden, vielleicht. Das kommt erstmal hier die Zwischensequenz. Ja. Alle herhören. Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, yes, Sir. Finn, Statusbericht. Ja, Sir. Die Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent, unglaublich stark und haben die Eigenschaft, als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in drei Teams auf. Los, alles klar. Ja, Sir. Ja, Sir. Du bist der Neue, hm? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Aber deine Kameraden decken dir den Rücken. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Ist er immer so inspirierend? Ja, damit beginnt auch die Chris-Kampagne. Die Stimme sollte jeder erkannt haben, eigentlich. Eigentlich schon, ja. Wollen wir es trotzdem sagen, von woher wir die kennen? Ja, ich denke mal schon. Ja. Wer sie doch nicht kennt. Ist aus Call of Duty Modern Warfare 1 und 2 der Soap. Im dritten Teil haben sie Soap ja eine andere Synchronstimme gegeben. Leider. Fand ich jetzt nicht so cool. Solltet ihr erkannt haben eigentlich, wenn ihr COD irgendwo mal gespielt habt. Oder Modern Warfare. Genau. Ich muss gerade ganz kurz umdenken. Ich habe gerade noch Battlefield gespielt und da gab es Dauerfeuer. Und hier habe ich ja so ein... Ich habe hier mal Sturmgewehr, das hat Dauerfeuer. Ja, meins nicht. Meins hat einzelne Semi-Automatik. Und ihr seht jetzt auch schon den Unterschied zur Leon-Kampagne. Also das hier ist wesentlich actionreicher. Also wesentlich ist er noch ein bisschen untertrieben, oder? Ja. Es ist schon sehr, sehr actionreich. Also hier ist nichts mehr mit Horror, das hier ist schon ein Shooter. Ja. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, wie ich finde. Ja, also ich finde, es macht Spaß, aber ich finde es nicht so gut wie, wie die Leon-Kampagne. Oder Szenario heißt es ja hier. Nicht Kampagne, Szenario. Szenario, Mann. Genau. Ist das die neue Spezies,
Selbst im fünften Teil, der schon sehr actionlastig war, gab es ja auch Momente, wo man so ein bisschen seine Ruhe hatte. Und ich glaube, in dem Szenario wird es so eine Momente gar nicht geben. Ich glaube es auch nicht. Ist ja nur eine Demo, das heißt, es gibt noch nicht viel zu sehen. Nur so einen kleinen Einblick, aber ich glaube auch nicht, dass sich das hier in dem Szenario ändern wird. So vom Gameplay her. Ja, glaube ich auch nicht. Ihr seht auch, das HUD ist auch schon anders. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Gefällt mir aber sehr gut. Ja. Also sieht man auf jeden Fall, dass es was anderes ist. Finde ich auch ganz cool, weißt du, so drei Szenarien in einem Spiel. Ja, das Szenario sieht aber auch genauso aus wie diesen komischen Beamer, den der Finder auf dem Boden gehalten hat. Ne? Hm. So dieses Grün mit den Kästchen da dran. Das hat, meinst du? Nicht das Szenario sieht so aus, das hat sieht so aus. Nee, ja, das hat in dem Szenario sieht genauso aus wie der Beamer aus dem Intro von dem Typen da. Ja, jetzt ist richtig. So. Können wir denn... Wir können hier nicht rein, wa? Ich nee, glaube nicht. Nee, das ist gescriptet. Von Mr. Mux, der scriptet ja. Ja, genau, da schreibt ja immer unsere Drehbücher. So, guck mal, keiner da verstanden. Kommt. Außer wer Little Big Planet guckt, das LP. Genau, der hat's verstanden. Guck mal da, der ist schon wieder Scheißfresse. Der Hübsche. Ja, ich habe ja schon gesagt, er erinnert mich ganz doll auch an die Stelle von Resident Evil 5, wo man da diesen Riesengollum da besiegen muss. Mit dem Jeep. Oh. Nee, nicht werfen. Der hat auch so einen komischen Riesenblubbelmann da auf dem Rücken gehabt. So ein riesenalter Pickel. Aber der war nicht ganz so groß. Nee, der war aber genauso hässlich. Das ist richtig. Auch für ihn gibt es irgendwo die Frau fürs Leben. Ja, vielleicht ist das ja die Frau vom hässlichen Gollum. Das kann sein. Das ist eine gute Theorie. Das würde einiges erklären. Ja, die Stelle erinnert mich immer ganz doll an Uncharted von der Kameraperspektive, so von vorne. Ja. Kommst du hier mit hoch? So, ja, ich komme hier mit hoch. Jetzt können wir gar nicht die schwebende Latte zeigen. Das kommt doch noch. Kommt es noch? Ach, das war... Ah ja, stimmt. Die Latte, die zeigen wir euch noch. Die Latte, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Ja. Unsere riesige Latte. Oh, wo bist du denn hier, Kollege? Geh mal weg. Oh. Der mit seinem blauen Trainingsanzug hier stört gerade ein bisschen. Ja, wer zieht nicht in den Krieg mit dem blauen Trainingsanzug, ne? Ja. Ich meine, er ist sehr... Ne, das ist seine Tarnung. Ja. So. Ey, ich weiß nicht, ich sammle immer wieder diese Fertigkeitspunkte oder Fähigkeitspunkte auf, dabei sind die hier völlig irrelevant. Ja, eigentlich schon. Aber es ist so, wenn man was einsammeln kann, dann will man es auch mal einsammeln. Kann man sich ja gleich angewöhnen. Später im richtigen Spiel wird es dann wahrscheinlich noch wichtig. Boah, ist das hässlich. Wird das immer geil, wie der da so abstürzt. Also ein bisschen nervt die Kamera manchmal auch, wenn die so fixiert ist auf manche Objekte. Ja, irgendwie... Hier, da ist die schwebende Latte. Ach ja, ich will dir auch zeigen. Wo war die? Warte, wo bist du? Ach, da. Haben wir im letzten Part angesprochen, dass es noch so ein paar kleine Fehlerchen gibt, was noch nicht ganz so schön aussieht. Ja. Das gehört dazu. Oder, was uns auch aufgefallen ist, das hier. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Borderlands, so die Comic-Grafik. Ist auch noch nicht ganz so schön. Ja, die Texturen sind hier sehr schwammig. Bisschen. Ja, sieht wirklich wie so ein Comic-Style aus halt. Ja, ansonsten haben wir schon... Oh, ich habe ja sogar schon ein rotes und ein grünes Kraut. Ja, ich auch. Ich habe zwei rote und ein grünes. Warte mal, kombinieren. Ach, jetzt. So, zack, abgefüllt. Ja, ich auch. Vielen Dank. Oh, scheiße. Ja, ich dachte, du wärst voll. Ja, ich war noch nicht voll und deswegen habe ich gedacht, ja, dann mache ich auch eins. Nächstes Mal sage ich dir Bescheid. Okay, aber ich habe ja noch 14 Stück, das reicht hier locker. Ich habe 15, das ist auch okay. Ach so, das war gerade ein Scharfschützengewehr. Ich mach mal wieder. Finde ich, in der Mission braucht man das Scharfschützengewehr eigentlich nicht. Finde ich auch unbrauchbar. Ich weiß nicht, was du für Waffen hast.
Oh Gott, ich werde gerade vom MG beschossen. Ich kann mal gucken. Ich habe na, eine Handfeuerwaffe und mein taktisches Sturmgewehr. Und dieses Mal ist es keine Pistole. Ja, ich habe ja auch hier mein Antipanzergewehr und Maschinen. Das ist ein Antipanzergewehr? Was ist denn daran Antipanzer? Okay. Naja, letztes Mal war meine Pistole auch ein taktisches Sturmgewehr, ne? Also. Ach, ist es etwa? Ja gut, ist ja ein schöner Kavenzmann hier. Okay, jetzt probiere ich es mal aus mit dem Antipanzer. Wo ist ein Feind? Halt, ich wollte in Deckung gehen. Der geht hier nicht in Deckung. Pfeife. Okay, ist hier irgendwie nicht mäßig Antipanzer. Wenn ich das Antipanzer. Oh, ich bin gerade Deckung, ja, wenn ich das hier mache. Aber gut, wenn du dich da schön auf den Boden rollst. Ja, es funktioniert eigentlich. Ob Antipanzer auch Antiperson ist? Nee, war, geht nicht. Kann man nur Panzer mit kaputt machen. Aber gut, dass so viele Gegner hier Panzer haben. Ja, es dass ist ich doch da gleich eine Antipanzergewehr bekomme. Es kommt doch dann wahrscheinlich noch. Die Demo ist dann wahrscheinlich gerade vorbei, bevor ein Panzer kommen würde. Aber gut, er hier, aber manche sind auch ganz möglich, war manche Feinde hier, die gehen mit dem Messer? Gehen mit dem Messer in eine Schießerei. Ja. Ey, jetzt lass mich doch mal kurz in Ruhe hier, Kollege. Lass mich mal nachladen. Welche Sau schießt denn hier hinter? Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich muss jetzt mal ein bisschen. Wo bist du eigentlich? Ich hab dir gerade eigentlich ein bisschen den Rücken gedeckt. Zumindest versucht. Okay, sehe gerade nicht so durch. Ach da. Ich mag mein Gewehr nicht. Ich finde es auch schade, dass man die Waffen von den Gegnern nicht aufnehmen kann. Finde ich eigentlich ein bisschen unrealistisch. Ich meine, das sind ja auch normale Pistolen und so. Vielleicht auch ist es wie bei Metal Gear. Vielleicht sind. Brauchst du, da musst du erst infiziert sein. Infiziert sein? Meinst, Metal Gear waren dann halt die. Bei Metal Gear waren es halt diese komischen Nano-Roboter und hier sind es halt irgendwelche Viren. So. Und ein normaler Schnupfen reicht nicht aus als Virus. Nee. Da muss man hier schon super infiziert sein. Wie geht's nochmal weiter? Hier hinten, an dem Tor. Ach da. Muss diesen Zaun beseitigen. Bin dabei, Sir. Bringe Sprengladung an. Ich mag Finn, das ist ein richtiges Weichei. Findest du? Ich hasse den Typen, ey. Ich kann den. Oder war sarkastisch gemeint? Naja, nee, an sich finde ich den eigentlich ganz sympathisch. Ich meine, der ist zwar irgendwie eine Pussy, aber. Weil ich mag ihn gar nicht. So null. Weiß auch nicht warum. Ich wette, das ist so einer, zu dem man eine mentale Beziehung aufbauen soll und dann stirbt er am Ende des Spiels und dann sollen alle richtig traurig sein. So, oh Gott, nein, er ist tot, weißt du? Ich wette, das kommt so. Das wird aber in dem Spiel bei mir nicht passieren, weil dafür kann ich ihn jetzt schon nicht leiden. Oder er wird noch voll der Ultra-Typi. Vielleicht so ein bisschen wie dieser Akibai bei Metal Gear Solid 4. Okay, der war cool. Obwohl er auch eine Pussy war. Das war eine richtige Pussy und dann am Ende hat er ja noch die Welt gerettet, kann man sagen. Okay, mein Antipanzergewehr kann man auch, auf Infanteristen schießen, aber ich weiß nicht, ob der da jetzt gestorben ist. Ja, okay. Ach, guck mal, hier ist ein Emblem. Ein BSAA-Emblem, so. Ich komme mal zu dir. Weiß nicht, was heute los ist. Obwohl, es ist ja kein BSAA-Emblem mehr. Ist ja irgendwas anderes. Es ist das einfach das blaue Emblem. Es ist das Emblem, ja. Das blaue Emblem des Schicksals. Ist aber auch schwer auszusprechen, ne? BSAA-Emblem. Ist nicht so leicht. Nein, was mache ich denn? Ich bin manchmal noch ein bisschen Tastenkombination. Ich hätte auch hier lieber eine Granatenschnelltaste. Anstatt dieses Befehle da geben. Ach, da hinten, ja. Das stimmt. Na, das war bei Resident Evil 5 ja auch schon so. Fand ich auch immer ein bisschen nervig. Ja, da musstest du das immer erst ausrüsten und ja, hat mir nicht so gefallen. Ich hätte lieber eine. Wenn sie hier schon einen richtigen Shooter draus machen, dann sollen sie auch bitte die geflogene Tastenbelegung benutzen, die dann so üblich ist. Ja, ja. Na, geh doch hier hoch. Wie lange noch, Finn? Ach, du sollst doch nicht das Messer nehmen. Du. Hast du ein Messer? Ich hab keins. Ich hab nur mein episches Antipanzer-Ding hier. Du bist ja schlecht. Ich hab ein Messer.
Ja, ich leider nicht. Aber ich habe das Gefühl, die zweiten Spiele haben allgemein geilere Waffen, ne? Bei Leon hier, die Helena, die hatte eine Schrotflinte, ich nur ein Messer. Ja. Du hast hier einen Panzerabwehrkram, ich habe nur eine Pistole. Hat's mich erwischt? Nee, mich hat's erwischt. So, diesmal benutze ich mein R2. Ach, ich gebe dir von meinen Pillen. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut ist. Also für dich bestimmt gut, aber ich habe jetzt... Ja, ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Beim letzten Mal habe ich ja nur Kreis gedrückt. Das heißt, du kriegst dann so eine Wiederbelebungsspritze. Ach so, also man kann R2 drücken mal wiederbeleben und Kreis. Das ist mir noch genau, Kreis ist ja nur wiederbeleben, wahrscheinlich mit einem Kästchen. Ich weiß nicht, wie viele Kästchen du jetzt gerade hattest. Ne, eins, aber wiederbeleben ist wahrscheinlich nur so ein halbes Kästchen, weißt du? Ach, das kann sein. So, dass ich erst wieder aufladen muss. Kommst du? Ich glaube, wir müssen jetzt hier weitermachen irgendwo. Ja, Moment. Den Kollegen hier kill ich nochmal schnell. Aber man sieht auch bei mir, wenn ich schieße, ist der Laser weg, was ich beim letzten Part mal erwähnt hatte. Ich zeig das hier gerade mal. Deswegen das Zielfahrenkreuz. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann kaum noch rennen. So, ich bin da. Okay, ich komme auch. So, und auch ein Chris Redfield kommt nicht ohne epische Action-Szene aus. Wieso war's da? Ja. Ja, das war's auch schon. Vom Chris-Szenario. Ja, dann aber reicht ja als Einblick. Man hat einen Unterschied auf jeden Fall gesehen. Es ist nicht so düster. Die Zombies haben Waffen. Wesentlich und mehr kürzer. Action. Und es war kürzer, ja. Ja. Und die Atmosphäre war aber auch nicht so toll, fand ich. Also, Leons Kampagne fand ich besser. Aber mal sehen, vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch, wenn das komplette Spiel dann draußen ist. Ja, vielleicht kommt da noch eine gewisse Art von Dramatik noch rein, die wir jetzt noch nicht haben. Ja. Vielleicht ist die Story da irgendwie super toll oder so. Mal sehen, mal sehen. Ihr werdet es dann auch sehen, wenn wir dann das richtige Spiel spielen. Aber erstmal gibt's noch die das C-Szenario mit Jake und Sherry. Sherry? Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Jo, bis dann.